Ja, stürmt raus. War ja irgendwie klar, ne? Irgendwie war's schon. Juhu! Und seht es da unten, das regt mich übelst auf, die FPS. Eigentlich habe ich 300 FPS, nur durch diese Aufnahme ist das auf 60 begrenzt. Das ist übelst nervig. Deswegen sieht man auch, das schwankt ja eigentlich gar nicht. Die 5.9 da, das ist einfach nur so ein bisschen buggy. Weil es ist ja, das ist ja nicht konstant, deswegen hasse ich das auch, wenn man einer niedrigen FPS-Zahl spielt, wenn man, dann hat man nie was Konstantes. Da hat man nie was Konstantes. Verteidig mal den Witch-Nicker hier. Tut mir leid, ich sollte nicht so viel gehen. Das ist diskriminierend. Was hat ich, Pussy? Ja, warum zu wenig? Aber wie gesagt, andere Spiele. Andere Regeln. Keine Ahnung, komm schon, das ist einfach nur ein Abgemetzel, mehr nicht. Ich mach das nur mit dem scheiß Level. Da hasse ich Werf immer noch. Warum führt man sowas ein? Ich guck mal, wir sind innerhalb binnen, ja, vielleicht 10 Sekunden, weil es da oben noch ist. Ein Gefecht, ja. Klar, das ist auf anderen Maps kann das auch so passieren, aber bei weitem nicht so häufig. Dorfkarte? Ne. Oh. Das ist doch nix, ey. Ja, jetzt kommt es, zeig ich's kurz. Ne, wobei, warte, kommt drauf an, welche Map jetzt kommt. Komm schon. Boah, wie jeder rausgeht. Yes! Ist eine coole Map. Muss ich echt sagen. Vor allem meine Zombie-Map, ich habe ja gar nichts drüber erzählt, die wird auch eher so... Weiß nicht, wer Counter-Strike 1.6 Zombie-Mod gespielt hat, ich glaube jetzt kaum, dass jemand unter euch ist. Da gab es halt viel so düstere Maps, ja, und ich möchte halt so eine Map erschaffen, die halt einfach, ja, die begrenzt sich halt eigentlich auf so ein Haus wie hier, ja. Man hat da auch so eine Umgebung, auch wie hier, das ist eigentlich voll witzig, die Map kenne ich eigentlich gar nicht, die habe ich heute entdeckt. Und, ich will halt viel mit Sounds arbeiten, ja, also mit so Triggern, also ganz normale Auslöser. Wenn man halt wo dann zum Beispiel jetzt, dann will ich das Dach zum Beispiel so machen, dass das hat so ein Loch, ja. Und dann soll es so ein bisschen stürmen und wenn man halt auf dem Dachboden ist, dann soll das halt so ein bisschen, ja, dann läuft das so ein bisschen was Düsteres halt. Also so, wie man sich halt einen Dachboden vorstellt in Zombie-Apokalypse, wenn es übelst regnet. Und dann halt verwinkelt und alles da. Muss ich noch gucken. Aber ich glaube, ich mache das ja aus den Sommerferien irgendwie komplett fertig. Weil... Ich weiß nicht, ich will nicht am Wochenende daran arbeiten, weil man immer nur so schrittweise vorankommt. Und jetzt, Concentration! Deswegen liebe ich die Map. Okay, es war ein... Okay, erster! Es war ein scheiß Bot, okay, ja. I'm not proud of this, okay? Ich bin so fresh! Alter, wie man Bots immer gleich erkennt. Psst. Nein. Pass auf. Dummer Bot. Ich hätte eigentlich nachschauen sollen, ob es ein Bot ist, aber ich dachte mir schon wegen dem Bild. Und die machen das nicht kaputt und rennen dann raus und springen hier runter. Das machen einfach Bots nicht. Gott, was ich hier für Errungenschaften kriege, weil ich alles im Modus nicht spiele. Ah, hier sind ja nur Bots. Kein Wunder, dass ich jetzt ein Uber-King bin. Ich dachte, hier gibt's noch irgendeine Gefahr, ja dann. Hm.
Ja, Bots sind dumm. Ja, Bots sind dumm. Wo ist der Bot? Bettchen. What? Was ist das für ein Geräusch? Nie gehört. Rutsche! Oh, Noobmaster. Wie ironisch, ey. Wie ironisch. Heißt Noobmeister, Bots sind Noobs. Also ist er der Meister über die... Oh, er hat sich von Bot platt machen lassen. Wie geil. Okay, ich habe ihm geholfen. Okay. Gib's dazu. Was mich immer fragt, wie die das programmiert haben, also wie die Bots sich verhalten, okay, wenn sie eine Flashbang abkriegen. Das habe ich mir eigentlich schon immer gefragt. Wie verhaltet man sich da? Ja, okay, die stehen einfach in der Ecke, okay. Ja, ist schon geil, ist geschafft. Hauptsache mich gekillt, ne? Ah, Bot übernehmen, Bot übernehmen. Das ist natürlich assi. Du kannst ja hier voll ghosten, also ghosten bedeutet einfach, dass man im Zuschauermodus ist. Und dann halt dementsprechend weiß, was abgeht. Und das hat richtig behindert, weil man einfach schon mal was. Das ist. Ach, das ist ja dämlich. Ja, denke ich, rauskommen. Wenn niemand in der Lobby ist, dann habe ich auch keinen Bock. Oh nee, das kann ich nicht zulassen. Ich brauche die XP. Ich brauche die XP. 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 Außerdem ist es ja ein Battle zwischen mir und dem Noobmaster. So kann man es ja nicht sagen. Das Problem ist ja nur, dieser verkackte Noobmaster hat ja viel mehr Chancen als ich. Weil, ist ja irgendwie logisch, ne? Jetzt pass mal auf. Boah, Alter. Ich weiß nicht, ob ihr das seht, aber ich hab hier gerade voll so... manchmal so... Ihr wisst doch... Ein Video ist ja nur bewegte Bilder, ne? Also 30 FPS, 30 Bilder pro Sekunde. Und ich hab hier gerade wie so eine Art... Manchmal... Es ist so verschwommen. Weil einfach die Bilder so irgendwie ineinander laufen, das dann so verschwimmt. So, es ist komplett gegen Noobs. Ich weiß noch nicht mal mehr, ob ich da überhaupt XP krieg. Das ist so eine Scheiße. Das ist schon langweilig. Warum schotten denn niemand? Meine Güte, ey. Geht nicht ab! Mama! Okay, das war jetzt zu viel. Was soll man auch machen mit einer... Wo war denn jetzt? Scheiße. Oh! Oh! Bots sind doch echt langweilig. So eiskalt die Bots immer gleich verrecken lassen irgendwie. Damit man halt einfach der Beste vom Team schnell irgendein, was auch immer für ein Achievement bekommt. Das ist doch so behindert. Nee, ich mach das jetzt nicht durch. Ja, und ihr seht das halt, wenn ich jetzt competitive spielen will. Also Wettkampf. Kommt da die behinderte Warnung. You must gain at least private rank 3. Ja, also das da. Ja, ich habe hier schon 91 Siege. Siege, wohlgemerkt. Das heißt, ich habe bestimmt schon 180 Matches gespielt. Ich bin jetzt mal so fremd. Ich glaube, ich habe sogar eine 50%ige Siegeschance. Und die hat Gold Nova 3. Ja, nö, ich darf nicht spielen. Habe ja nur schon 180 Mal das Scheißzeug gespielt. Ja, okay. Zerstörung, hopp. Los geht's. Ich sollte mal mehr FPS aufnehmen. Mit mehr FPS aufnehmen. Aber das lassen wir jetzt mal. Ich mach, warte gleich, Leute. So, weil sich der Cast immer limitiert. Jetzt sehe ich nochmal besser.
Weil jetzt seht ihr unten rechts, jetzt habe ich diese 280 da. Zuvor war es halt begrenzt. Ich habe es so, nur irgendwie habe ich so das Gefühl, dass es sich jetzt anders anfühlt. Ich hoffe, das macht mich jetzt nicht irgendwie. Beeinträchtigt mich. Nee, ich glaube nicht. Gut, ich hab's ja gewusst, dass er da. Ich weiß ja alles. Ja, mach mal's easy. Ich glaube kaum, dass er von hinten kommt. Nee. Nein, komm. Hat das so gut über den Kopf zielt. He came to planet not bomb. Oh shit, stimmt. Gut, war mein Fehler. Ich mute euch trotzdem. Weil I don't give a shit. Wissen nur Menschen machen Fehler. Und ich hasse P90 oder was auch immer ich da in der Hand hatte. Was waren das? Ach, keine Ahnung. Oh, die spielen schon ganz anders. Gar keine, ja. Er ist oben. Meine Güte, ey, der kannst du ja unten schalten, hier, der Feind. Oh, ey, wenn ich endlich mal Level 3 bin. Das ist so lächerlich eigentlich. Und jetzt, wo der Case nicht mehr begrenzt ist, jetzt kackt mein PC rum oder was? Bisschen Bock mischt. Ich werde es nie verstehen. Ich werde es gleich wieder begrenzen. Weil ich es eh nicht brauche und es hat ja auch so funktioniert, habt ihr ja gesehen. Ich hasse es halt, wenn man dann irgendwie so 5 Dateien hat, mit denen man dann rumarbeiten muss. Ich liebe das eigentlich, wenn das ein ganzer Cut ist und dann kann man es am Ende halt dann schneiden im Programm. Nee, ich glaube, ich unterbreche das dann irgendwann mal hier. Nach der Runde Schluss. Schnell mal annähernd so spannend wie competitive. Das ist einfach so mich. Ich will ein Rank-System, nur das reizt mich. Scheiße, scheiße! Fuck, ey. Ich muss nur noch geballert. Ich begrenze den Shit wieder. Wartet mal. Ja, das ist. Das ist voll der Witz, das fühlt sich einfach besser an. Ich muss hier vielleicht immer mit Aufnahme spielen. Nee. Okay, confirmed. Illuminati confirmed, auf jeden Fall. Scheiße. Das ist echt viel geiler, ich muss echt immer mit Begrenzung kämpfen. Scheiß auf die 300 FPS, braucht kein Mensch. Manchmal ist halt weniger mehr. Aber irgendwie habe ich trotzdem keine 30 FPS, fragt mich nicht warum. Also ich meine, als Aufnahme. Wahrscheinlich durch das ganze Switchen. Oh Mann, ich muss auch immer im falschen Moment warten. Hab ich heute nach? Keine Ahnung. Komm. Forget it. Okay, der Sunfake ist gut und der Raff. Hä? Was ist das schon?
Wie spannend. Wie spannend. Wie spannend. Vor allem, ich hab's noch nie zur AWP oder zu Scar geschafft. Weil du einfach 10, 9 Kills brauchst und irgendwie ist das Ding immer vorher rum. Halleluja! Das war schlecht. Vor allem, ich neige dann auch immer dazu, einfach bam 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 bam. Die volle Dröhnung, ey. Guck mal, wie er genau weiß, der hat doch Wallhack. Oh, ja, gut, na, scheiß drauf, ich hasse was so schnell zu beurteilen, aber ganz ehrlich. Woher hat er gewusst, dass er runtergefallen ist? Das hat man von dort aus. Ghost. Und ja, ghostet. Vielleicht. Kann alles sein. Also in dem Match ist schon. In Competitive geht es gar nicht, weil das sehr unwahrscheinlich ist, dass der Kumpel im Gegnerteam landet. Ach klar, ja. Erst er und dann er und ja, hin und her, jeder kriegt mal eine Dröhnung. Scheiß Shotgun, ey. Nach einem zum Schuss stehst du eh nicht mehr. Garantiert nicht. Weil es einfach so streut, da hast du einfach keinen Schutz mehr. Da liegst du am Boden, ey, wenn deine Beine am Arsch sind. Wobei ja auch mal irgendwie hat man mal. Also, was heißt der Roten? Ja, ich wollte jetzt gerade sagen, man hat es herausgefunden, aber man hat halt auch bemerkt, dass ja ein Film oftmals einem ins Bein geschossen wird, dann fliegt man gleich um. Und echt ist das gar nicht so. Daran habe ich jetzt wieder gedacht. Also, muss nicht unbedingt sein, dass man immer, wir wissen, umfliegt, wenn man angeschossen wird und deswegen. Hier dasselbe gilt. Man kann da jetzt nicht so einen schönen Bing-Ton. Ich habe eine neue Waffe. Scheiße. Hä? Ach so, weil die letzte Runde ist. Ah. Rätsel gelöst. Habe ich hier vielleicht noch, weil hier steht live. Das muss ich mal auch abschalten. Kann ich gerade nicht, ne? Ich bin nicht live, aber rein theoretisch könnte jetzt mir jeder zuschauen über Steam-Profil. Das finde ich eins der geilsten Erneuerungen an Steam. Also Neuerungen, einfach dieses, dass man einfach alles streamen kann, ja. Und ich merke das nicht, ah gut, ich habe einen guten PC. Vielleicht merken das andere stärker, aber ich spüre das nicht so, wenn ich was aufnehme. Sehr schön! Habe ich das schon mal gesagt? Ich glaube mir nicht. Dann sage ich es jetzt. Jetzt habe ich meine neuen. Aber ich bin ja schon wieder Teamwechsel. Ah, das könnte es natürlich sein. Habe mir gerade nämlich schon gedacht, hey, eigentlich 9 Kills, das ist ja easy. Vor allem das ja. Hey, ich sollte nur Team bleiben. Hab gedacht, das stimmt. Tja, Gio. Cookie. Niemals schießen, wenn man nicht sicher kriegt, Leute. Achso, überhaupt trifft so. Weiß gar nicht, was ein Profi sagt. Ist halt immer Abwägung. Muss immer abwägen. Also ich schieß grundsätzlich nicht, wenn ich jetzt. Ja, es kommt auch drauf an, aber eigentlich schieße ich. Wenn ich weiß, okay, der kommt jetzt da rum, dann kriege ich ihn da besser, dann lasse ich ihn eigentlich immer am Leben und schieße nicht. Aber manche regt es dann immer auf, weil der, oh, du hättest ihn jetzt treffen können. Das. Aber dann weißt du ja, wo du bist. Schau, das schlecht. Helft mir! Nein! Ach komm! Da hat man den Run geschafft und was passiert? Er merkt's. Das finale Match. Jesus. Oder die drei Propheten. Keine Ahnung. Jesus!
Jesus! Alter, Jesus rockt. Schon ein bisschen OP, der Jesus, ey. Stealth the Force. Heftig, sie dominieren jetzt. Son Fake. Ich dominiere gern. Das ist die reinste Demütigung für andere Menschen oder Spieler. Komm. Rich Niggers! Okay, ich hab schon wieder gesagt. Mensch, Alter. Ich finde es immer komisch. Ich meine, klar, Nigger ist ein. Ja. Ein hässliches Wörtchen, aber. Im Grunde, ich meine. Man kann das doch immer auslegen, wie man will. Kannst du immer auslegen, wie man will. Jugendsprache. Sieht man das alles ein bisschen lockerer. Vor allem der Witz ist, dass es hier kein Team-Damage gibt, auch wenn das da dran steht. Also hat ein Teamkamerad angegriffen. Kann mir voll gechillt Granaten in sein Team reinwerfen. Das ist sowas von Wurscht. Das ist so scheißegal wie noch was. Ja, da kriegt man gar nichts. Was waren das jetzt? 1, 2, 3, 4. Vielleicht noch 5 Mal. Ja gut, aber man sieht sich dann nächstes Mal, bis ich es dann irgendwann mal geschafft habe. Rank 3 zu werden, dann können wir endlich mal competitive zeigen. Sehen wir kurz auf meinen Server. 23, immer noch die Map. What the fuck? Ich muss nämlich noch ein Plugin hochladen, habe ich schon mal gesagt, mit dem Stop Music, dann kann ich hier drauf zocken, ohne dass ich die Gamer am Hals hab. Ja.